den letzten Vlog hochgeladen um 2:03 Uhr, if you can see. Und jetzt ist es 6 Uhr. Finde den Fehler. So, yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Jetzt ist es ein bisschen später als 6 Uhr und ich werde mich jetzt auf den Weg machen zum Arzt. Ich habe da jetzt einen Termin. Das ist erstmal nur so ein bisschen untersuchungsmäßig, also nichts Dramatisches. Aber es wird ewig dauern. Also 4 bis 5 Stunden auf jeden Fall. Und das freut mich nicht. Aber gut, was will man machen, ne? Was sein muss, muss sein. Ich mache mich mal auf den Weg. Und ich habe den Pulli natürlich ewig schon. Ich meine, von Pretty Little Lies. Team Toby. Kann ja sein, dass sie runterfallen. Ja, besser ist das. Der Engel. So, hallo. Ich bin jetzt fertig beim Arzt und bin jetzt. Hi. Und bin jetzt mit der da. Essen. Oh, 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 oh. Hier, Essen. Indisch. Möchtest du dich vorstellen? Ich bin Ramona. Hallo, Ibin. Noch 22 und. Das war's. Und ich esse. Oh, ich glaub, das ist geil. Gut, das ist scharf und geil. Ich glaub, das ist lecker. Nom, nom. Boah, Leute, dieser Tag. Well, ich habe einfach seit der Stadt, glaube ich, nicht mehr gevloggt. Ich habe aber auch nicht viel gemacht. Ich habe mich ehrlich gesagt nur ins Bett gelegt, weil ich übel fertig war von diesem ganzen Arzt-Scheiß. Ich war insgesamt von kurz nach 8 bis kurz nach 1 da. Also, gute 5 Stunden. Und die haben halt die ganze Zeit Blut abgenommen. Und danach war mein Kreislauf halt im Keller. Dann musste ich halt was essen gehen, das war ganz gut. Dann war ich so noch kurz in der Stadt, habe Vorlagen bei meinem Tätowierer abgegeben. Und bin dann nach Hause, habe mich noch ein bisschen an den Laptop gesetzt, Stuff gemacht, mich ein bisschen hingelegt, mich jetzt gerade fertig gemacht. Und jetzt geht's gleich zur Arbeit. Es ist 21.30 Uhr, um 10 fangen wir an. Um 15:15 fahren wir los. Also wir, ich und Fabio, weil der mit mir Frühschicht hat. Entschuldigung, raus da. Du darfst nicht in den Kleiderschrank. Och Mann, Alter. Ich bin nämlich gerade, ich stehe vor meinem Kleiderschrank, weil morgen ist die Stylorama. Ich kann euch wahrscheinlich nicht hier hinstellen, weil wenn ich das so ein bisschen kippe. Machen wir es halt schräg. Und ich habe gerade einfach mein Bett noch nicht gemacht. Eigentlich ist mein Bett immer gemacht. Naja, morgen ist die Stylorama und ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Und ich will nicht mein standardgraues Kleid anziehen, was ich immer anhabe, so auf der Glow und so. Dieses hier. Sondern was anderes. Und jetzt überlege ich erstmal generell, ob ich ein Kleid anziehe. Oder was anderes. Hab jetzt schon keinen Bock drauf. Also auf ein Outfit. Ich weiß es nicht. Oder ich ziehe einfach so ein ganz normales schwarzes Kleid an. Nee, wobei, das ist lame. Ich habe aber eins, was so ein bisschen. Das hier zum Beispiel. Das ist schwarz, aber das hat hier so ein bisschen transparent. Elsa, raus aus dem Schrank. Wo sind wir denn hier? Menschenskinder, nee. So. Ja, also das, aber. Ja, sowas finde ich halt zu schick. So, das ist. Da. Jetzt habe ich da Lippenstift dran geschmiert, Schatz. Das ist so, weiß nicht. So ist ja nicht so, als hätte ich wenig Kleider, ne? Aber ich will mich halt auch wohlfühlen. Ach, das ist doch belastend. Das ist belastend. Boah, dieses Kleid von Naked ist halt auch mega geil, aber. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hä? Ach so. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich für Kleider habe. Und das Problem, was ich dann danach habe, ist, nach der Stylorama gehe ich mit Anna auf ein Event von Like Ya. Und das ist ein 20er-Jahre-Motto. Sprich, wir müssen uns dann danach noch fertig machen. Und da brauche ich halt ein Outfit. Und ich wollte mir nicht extra was kaufen. Da überlege ich auch schon so einfach so ein. Das kommt doch hin, oder? Sowas. Oder.
So. Sieht doch schon so ein bisschen 20s aus, oder? Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wie 20s aussehen. Aber okay. Vielleicht ziehe ich echt das schwarze Kleid morgen an. Das ist halt auch mega süß. Aber ich glaube, das hat irgendwas, das... Das ist von Abercrombie & Fitch? Okay, well. Ich glaube, das habe ich in New York, in L.A. oder so gekauft. Irgendwas daran stimmte nicht. Ich glaube, das hatte so einen Übelausschnitt oder so. Oder war zu groß? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich dann vielleicht morgen mal anprobieren. Ist das 20s? Nee, das ist so 80s, oder? Oh Gott, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das Kleid mag ich halt auch mega gern. Das liebe ich voll. Aber ich glaube, da fühle ich mich momentan nicht wohl drin. Ich weiß nicht. Warum hängst du denn falsch rum hier drin, Mäuschen? Und du auch? Was ist denn hier los? Wer war da in meinem Kleiderschrank? So. Oder ich ziehe einfach das, was ich in Grau habe, einfach so in schwarz-weiß gestreift an. Hey! So, ich change richtig. Ja, kein Plan. Das Grüne habe ich auch in Weiß, aber Weiß ist so... Nee. Vor allem klecker ich immer. Bin so ein richtiges Talent. Das Kleid ist halt auch mega, was ich bei Christinas Hochzeit anhatte. Das ist so schön. Oder ich gehe einfach so. Ich hole den Sommer wieder. Nein. Das Kleid mag ich auch voll gern, aber das ist auch so schick. Oder ich ziehe einfach mein Abiballkleid an. Wie wär's? Ach, ich habe keine Ahnung. Also so. Vielleicht wirklich das Schwarze. Fuck. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich muss ja diesen Vlog noch schneiden. Du Scheiße, wann mache ich das denn? Ich bin ja morgen dann direkt schon früh weg. Also um 9 müssen wir da sein. Und ich bin ja jetzt noch arbeiten bis 3, 4, 5, keine Ahnung, je nachdem, wann ich gehe. Sprich, ich werde nicht länger als... Boah, 2 Stunden wird echt schon eng. Aber nicht länger als 2 Stunden schlafen. Ich ziehe mir jetzt schon mal Schuhe an. Scheiße. Dann muss ich den Vlog heute noch nach der Arbeit schneiden. Juhu. Da kommt Freude auf. Aber es ist genauso wie heute, beziehungsweise gestern. Ich habe um 2 Uhr noch den Vlog hochgeladen und bin um 5:30 wieder aufgestanden. Gut, das ist mehr Schlaf, als ich heute kriegen werde. Ach Gott, wir lassen das. Ich mache mich jetzt fertig für die Arbeit. Und Elsa, Nala, ach Gott, sitzt auf dem Karton. Übrigens habe ich heute mit Crossfire Band 4 angelesen. Ah. Was ist falsch mit mir? Angefangen. Und das ist aus der Sicht von Gideon Cross. Ich bin verwirrt. Das überfordert mich. Na, 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 na. Hallo, E-Beams. Ein wunderschön. Gib mir. Apropos Hallo, E-Beams. Oh, das ist voll das dicke Stück. Ich dachte doch ein dickes Stück. Verschmier ich meinen Lippenstift. Du bist so sexy. Wolf. Du kannst ja nochmal dein Publikum informieren, dass... Ich hab grad Zähne geputzt. ...dass Hallo E-Beams das Jugendwort des Jahres ist. Jugendwort 2017. Das haben wir heute einfach... Das hat mir jeder geschickt, den ich kenne. Ja. So ist das. Schmeckt so? Ich weiß nicht, ich hab grad Zähne geputzt. Schmeckt nur nach Zahnpasta. Aber ich kann euch mal zeigen, weil ich... Ich habe gestern den Club verschönert. Ich habe euch das ja kurz gezeigt. Ich habe so Serviettenständer beschriftet. Stolz. Hallo, E-Beams. Ja, Entschuldigung. Ein Serviette. Eins, oh, Entschuldigung. Eins Serviette von Klebrigkeit her. Hier klebt's. Lol. Das sind alles so, also klar, E-Beams kennt jeder und so. Aber der Rest, der da drauf steht, das sind alles so Club-Insider von uns. Wir brauchen Eiweiß, aka Sauers. Das ist und hier haben wir, will jemand ein Sausalitos, das heißt eigentlich Salitos, aber jeder, der hier bestellt, also 95% sagen Sausalitos. Und dann fragt man Eis oder Tequila, weil es 2 Sorten gibt und dann sagen die eins. So, Eis oder Tequila? Eins. Mhm. Aber Eis oder Tequila? Eins. Okay, lassen wir das. So, weiter geht's. Ich bin gerade hier dabei, diese Flaschen zu öffnen. Ich mache diese. Das erinnert mich ein bisschen dran. Ich mache diese. Fabio, ich habe gerade versucht, mein Outfit für morgen rauszusuchen. Ich gehe nackt.
gelber Sack, gepaart mit Tonne. Klingt geil. Ja, vielleicht mache ich das sogar. Ja, das Problem nämlich ist, dass ich... Du. Ja. Und dass ich eigentlich immer bei so Sachen immer dasselbe anziehe, dieses graue Kleid. Immer. Und ich will morgen nicht das graue Kleid anziehen. Weißt du? Ja, wie eine Maus. Eine süße Maus. Eine flauschige Maus. Pass auf. Oh, wer kommt denn da? Wer klebt denn da an der Tür? Das ist A. Donis. Kommen Sie rein. Du musst was reinschreiben, ein Herz. Oh, film ich mal. Oh, da komme ich noch rum. Oh, das ist aber kein Herz. Das ist einfach. Das ist kein Herz. Das ist ein vulgäres Symbol. Hallo, Adonis. Hey, hallo, liebe Zuschauer. Oh, Fabio. Was? Was? Ach, du bist doch. Was? Nicht Spaß. Oh, live mit seiner Superkiste. Ja, die coole Kiste! Ein Pimmel! Er kommt rein, ein Pimmel! Das ist aus wie ein Seefahrer. Jetzt sieht nicht aus wie ein Schlumpf. Ein Matrose, das ist ein Ja, der Urlaub, ne? Ja. Guck mal, jetzt Adonis mit der Cap. Ja, ist, ja, du hast einen etwas dickeren Kopf. Ja, und trotzdem ist nichts drin. Luftkopf? Guck mal, Lives coole Kiste. Ah. Kennst du die schon? Die klebt nicht. Stimmt's, Live? Du musst die Scheiße noch größer machen. Das sieht aus, ey. Das sind Kindermütze auch. Ja, guck mal, wie du aussiehst. Perfekt. Wir sind perfekt. Team, glaube ich. Sexy. Am besten sehe aber ich aus. Ja, nicht. Ja, du hast keine Kappe, du gehörst gar nicht zum Club. Gib mir eine Sekunde, das muss über meine Segelohren immer drüber. Das wird auch funktionieren. Also ich finde, mir steht die besser als Adonis. Ja. Ein Scheiß. Entschuldigung. Ja? Ich habe nicht mal über dich geredet, sondern über Adonis. Ist nicht schlimm, aber ich muss meinen Bruder... Passt ja auch. Kopf. Ne? Ja. Und zum Gesicht. Und so. Und so, vom Hübschheit her. Wie sieht siehst du eigentlich aus? Guck mal, hier ist voll so ein... Was denn? Ein Schlumpf. Ein Spaß. Kleiner Spaß am Rande. Von Schlumpfhausen. Komm, ich stehe euer Mies gegen. Du das bitte gleich weiter? Ja. Das mache ich. Wer macht gerade Robo heute? Das habe ich schon mitgekriegt. Danke for the information. Ich bin ja schon fertig. Das ist ja klasse. Okay, jetzt. Ich mache diese. Und was ich dann mache, ist diese. Und dann, ich mache diese. Okay. So, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es ist um 5. Und dadurch, dass ich jetzt meinen Vlog noch schneiden muss und allerspätestens um 7 aufstehen muss, bleibe ich wach. Weil, wenn ich meinen Vlog fertig geschnitten habe, ist es wahrscheinlich um 7. Das ist belastend. Aber ich muss euch was Lustiges noch sagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob einige von euch noch den Franzosen kennen von der Arbeit. Der, wenn er feiern kommt, bringt er mir immer Schokolade mit. Das ist mega süß. Und jetzt ernähre ich mich ja gesund. Guckt, was er mir heute mitgebracht hat. Ein Eiweißriegel. Ist das süß oder ist das süß? Ja, so, den werde ich aber jetzt nicht essen. Aber vielen Dank an dieser Stelle. Ja, ich werde mich jetzt abschminken, meinen Vlog schneiden, mich neu schminken und dann geht es auf die Stylorama. Ich freue mich voll. Also, schaltet morgen in den Vlog wieder ein und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Ja, und jetzt sage ich dann bis morgen und ich bleib wach. Ciao.